Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der Aldi Espressi-Maschine einen Espresso zubereiten könnt. Ich bereite den Espressi Ristretto zu. Der hat eine Intensität von 10. Das sieht man hier hinten. 12 gibt es. 12 Intensitätsstufen, das heißt, der Espresso bzw. Ristretto ist schon ziemlich stark. Hier habe ich schon mal die Kapsel. Sehen so ähnlich aus wie die Caffissimo-Kapseln. Ihr müsst einfach die Kapsel hier oben in diesen Kapselschacht einlegen, den Verschlusshebel schließen, das geht sehr einfach, und eine Espresso-Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen. Dann hier oben die Taste für einen kleinen Kaffee drücken, beziehungsweise eine kleine Tasse. Dann werden standardmäßig 45 Milliliter ausgegeben. Da kommt der Kaffee auch schon aus der Maschine, stoppt automatisch die Maschine, das heißt, sie muss nicht manuell gestoppt werden. Fertig gestoppt, es tropft noch etwas nach. Jetzt öffne ich mal den Verschlusshebel, dann fällt die Kapsel in den Auffangbehälter und hier haben wir einmal das Endprodukt, den fertigen Espresso. Sieht gut aus, hat eine schöne Crema, die meiner Meinung nach etwas zu hell ist. Aber im Großen und Ganzen ein tolles Ergebnis mit dieser Espressi-Maschine. Hole ich noch einmal die leere Kapsel raus. Haben wir hier einmal die Kaffeekapsel, die ist hier unten durchstochen, wie man sieht. Und hier oben hat sie auch kleine Löcher. Das kann man hier in diesem Video wahrscheinlich nicht so gut erkennen. So einfach ist die Zubereitung eines Espresso mit der Aldi Espressi-Maschine. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann besucht doch meine Seite kapsel-kaffee.net. Da ist auch ein Testbericht zu der Aldi Espressi-Maschine zu finden.